RSX, ja, da bin ich wieder. Es geht weiter mit dem Krankenspiel Vampirkiller. Und ja, Gott. Ja, es geht tatsächlich weiter damit. Aber ich benutze jetzt den Game Master. Guckt mal, wenn ich jetzt Leertaste drücke, startet nicht das Spiel, sondern der Game Master. Ja, ich kann jetzt zwei Sachen machen, die ich schon vorhin angesprochen habe. Stage Nummer modifizieren und die Spielanzahl. Spielanzahl lasse ich jetzt, aber Stage Number. Moment, 01, 02. Ich glaube 04 war's. Enter und Start. Jetzt gib's mir doch endlich mal an. Zeig mir. Ja, hier bin ich. Gott. Ist das nicht gemein? Aber ja. Und jetzt, ich hab zur Story noch nie was verraten von Castlevania. Ja, das ist hier der. Ja, Vampirkiller und Castlevania sind die ersten Castlevania-Spieler der Reihe. Aber. Gott. Aber von der Timeline her sind sie nicht die ersten, die überhaupt. Also bei der Timeline, die halt stattfindet. Oh Gott. Also, ich weiß nur, dass Dracula irgendwann besiegt wurde und dann nach seinem 100-jährigen Schlaf erwacht er wieder. Und Simon Belmont, den wir ja spielen, hat die Aufgabe, Dracula wieder zu stoppen. Oh Gott. Und ja, Simon Belmont wurde trainiert von seinem Vater und Großvater. Ja, Christopher Bo Belmont heißt er, glaube ich. Und ja, Gott. Ja, jetzt, ihr wisst schon, wie das Spiel ausgeht. Wir stoppen auch. Nein. Dracula, aber wie ich ihn stoppen werde, das gilt in dem LP herauszufinden. Jetzt habe ich den Schlüssel und schon über die Hälfte meines Lebens ist futsch. Kacke ist das Spiel. Und es gibt echt kein Fleisch? Komm schon. Oh, ich hab's geschafft. Nein. Oh Gott, das Spiel ist krank. Ich spiele hier mit Game Master, okay? Für die, welche es nicht wissen, was Game Master ist, also, ihr kennt doch bestimmt das La Mulana Let's Play von Funk Royal. Ja, er benötigte auch den Game Master zum Speichern. Fickt's euch. Gut, ich darf jetzt voller Spaß alles nochmal machen. Gott, Moment. Das ist doch das Item, das einen unsterblich macht. So, raufspringen. Ja, habe ich einen Kratzer bekommen? Nein, okay, das ist genial. Zack, 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 zack. Gott, ich will YouTube-Videos sehen, wo es Leute ohne einen Kratzer schaffen. Die sind krank, ganz bestimmt. Nein! Bitte hoch, 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 ich muss ihn berühren, ich muss ihn berühren. Geschafft, ja. Gott, das Herz kriege ich nicht mehr, es ist in der Wand und es ist sauheiß. Ich schwitze wie ein Schwein. Oh. Gut, die Medusas kommen nicht. Oh, genau, wenn man vom Teufel spricht. Das sind meine besten Freunde, die Medusas. Ich habe sie euch noch nicht vorgestellt. Meine besten Freunde. Ja, mit denen kann man am coolsten abhängen. Gott. So. Scheiß Fledermaus, komm schon. Ah, oh, wieso tue ich mir das Spiel an? Wieso? Jetzt in die Truhe. Habe ich sie vorhin geöffnet? Ich weiß es nicht mehr. Gut. Zack. Zack, zack, zack. Oh Gott. Das ist echt schwer. Muss ich schneller auf die Leertaste drücken oder was? Nein, warum habe ich dich jetzt geöffnet? Oh Gott, wie du weit weg fliegst. Oh Gott. So. Ich glaube, man hört sogar in dem LP, wie verrückt und schnell ich auf die Leertaste drücke. Aber nein, es bringt einfach einem nichts. Gott. Schon, ja. Ja, über das Hälfte des Lebens ist weg. Aber ich freue mich, wenn ich es wenigstens in die nächste Stage schaffe. Gott. Nein. Nein. Scheiße. Ich will es jetzt einfach in die nächste Stage schaffen. Fucking Medusa jetzt. Oh, dich hätte ich fast vergessen. Das wäre ein böses Erwachen gewesen. Und geschafft. Wir sind Stage 5. Cool. Das heißt, ich darf den Game Master hier benutzen. Ja. So traurig, aber so traurig wie es auch ist, es sind keine Safe States möglich. Ja. Oh Gott, Flummi. Nur noch ein Leben und dann ist Game Over. Ja. Musik ist klasse an dem Spiel, aber das war es auch, glaube ich, schon. Also wirklich, das Spiel ist zu hart. Nein, wieso habe ich den Flummi befreit? Gott. Das Spiel ist doch zu hart für Menschen.
Ach, ich weiß auch nicht, warum ich mir so schwere Spiele antue, aber Leute, ich nenne sowas Selbsterniedrigung. F5. Los. Boah, das ist doch Menschenfolter. Gott. Ja, ich hab's gemerkt beim Kampf von Dracula. Wenn man sich wirklich reinhängt, das Spiel ist machbar, ich weiß, aber... Gott. Ah ja, noch was. Nein. Ich werde euch den Kampf mit Dracula nachreichen. Oh, scheiße. Oh, ich kann eh nur einen Schlüssel gleichzeitig tragen. Warum will ich dann beide erreichen? Mein Gott. Kyle, denk doch nach. Ah. So. Okay, ich nehme auch den sicheren. Oh Gott. Dafür. Spürt meine Peitsche, ihr scheiß Medusa-Herz. Gott. Nein, wieso? Gott. Ich habe schwitzige Hände. Ich schwitze am ganzen Körper. Nicht nur wegen der Hitze, das ist doch auch das Spiel. Gott. Warum? Okay, unsterb... Ja, das war super! Gott. Die Sprünge sind ja auch unmenschlich. Genau, unmenschlich. Ja, dich nicht befreien. Das Spiel ist machbar. Und ich werde versuchen, diesmal sogar alles in voller Länge zu zeigen. Oh. Ja, super! Pisser. Leute, seht ihr? Jetzt müsste ich das Spiel komplett von neu anfangen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist sogar vorgesehen, mit dem Game Master zu spielen. Weil... Das ist krank. Ich sollte meine Playeranzahl auf 99 tun. Das wäre fair. Gott. Die Save-Dinger sind eh nur nach Stage-Zahl, oder? Dann ist doch egal, ob ich jetzt 99 Leben habe oder mir so viel Continuous mache. Egal jetzt. Machen wir es jetzt fair. Okay, fair mit Game Master meine ich, gell? So fair will ich jetzt das Spiel auch nicht spielen. Oh Gott. Scheiß auf Schlüssel, Simon. Wir gehen jetzt hier einfach durch. Okay, wenn du ihn schon mitnimmst, gut. Aber ich scheiß auf das da unten. Spring durch. Gut. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gibt's hier was? Nein. Heiliges Kreuz, was soll's uns bringen? Es ist wieder weg, was soll das? Ja, an dem Spiel kann ich aber eins loben. Ich spring runter. Im Castlevania NES wäre ich jetzt tot. Ja. Und hier nicht. Ja, etwas, was das Mirko freuen würde, weil er hat hier echt vieles Safe-States gebraucht, weil er immer da runtergefallen ist. Ja, und es ist echt unrealistisch, man das stirbt. Oh, zwei Schlüssel. Oh Gott, danke. Aber du stirbst trotzdem. Okay, zwei Truhen. Oh nein, ey. Das Spiel ist unmenschlich. Ich habe immer noch kein Fleisch im Spiel gesehen. Holy Water. Oh, hier bist du, alter Sack. Komm, gib mir was. Ich habe nur 14 Herz, ich glaube, ich bekomme gar nichts von dir. Komm schon. Auf 40 für irgendwas. Sandro oder was auch immer es war. Egal, verreck. Alter Weißer. So, da oben komme ich nicht hin. Oh, ich kann... Oh, scheiß Flummi. So. Ich nehme jetzt den Schlüssel und öffne die zweite Truhe. Gott, bestimmt lohnt sie sich gar nicht. Das war schon immer so in Castlevania. Also ich meine, in so schweren Stellen zu kommen, die durch so eine Wache bewacht sind und dann... Was bekomme ich? Alter, das ist es doch nicht... Oh! Oh! Das ist echt... Oh. Scheiße. Das hätte ich übersehen. Medusa-Heads. Zack! Oh, Holy Water noch und bin runtergefallen. Fail, fail, fail. Nein, schneller sein als Medusa-Head. Ach man, nur noch ein Leben. Gut. Zack. So, gut. Nein, wie komme ich auf die nächste Plattform? Gut, gibt's... Ah, hä? Gibt's irgendwann eine Zeit, wo die aufeinander stoßen? Hä, schaut nicht so aus. Oh, das Spiel ist krank. Nein. Tot. Ja. Oh, ja, schau, steht hier, ich starte von der Stage an, vom Anfang der Stage, also von Stage 5. Das bringt mir nichts jetzt, viel Leben zu haben. Es ist eh am Anfang des, es kommt aufs Gleiche hinaus. Hm. Oh Gott. Was habe ich mich hier nur angetan? Stage 2 war schon mit Video 2 abgeschlossen, aber hier wird das nicht so sein. Game over. F5. Ja, und der Endgegner ist diese Medusa-Head-Königin. Oh, auf die freue ich mich. Zack.
zack. Oh Gott. Aber wie gesagt, das Ende mit Dracula ohne Save-States bei Castlevania auf dem NES, ich werde es nachreichen. Ja, so verbleibe ich. Ich will echt auf Save-States verzichten. Ja, Game Master, ich weiß. Aber es ist fair. Gott, wieso schaffe ich die Sprünge nicht? Alter, fick dich.